Alter, was ist mit dir? Ich geh echt doch. Bist du für eine Killermaschine? Vollgas. Bist du für ein Killer? Wenn die Schmiede. Ich hab da lauter neue Zauber. Killermaschine. Waffe tauschen? Nee. Was ist das? Zeitsprung. Aber was macht, hä? Eiltempo. Achso, ich kann uns beschleunigen oder so anscheinend. Der Geist von David Jonathan Gilbert. Du bist noch. Also nach mir kommt der Goblin da dran. Und dann kommt auch der. Also kommen beide dran, ja. Ich scheiß drauf. So. Geil! Nein! Oh cool! Ja. Oh nein. Hallo, verflucht. Nein, hab ich das voll schon. Ich wollte eigentlich den Schmetterding, ja scheiße. Aber mach doch. Ab ist der du dran, das schaffst du. Ja, ja. Stefan, der hat nochmal ein Leben. Verbanne dich aus dieser Welt. Fertig! Wir haben's. Eine königliche Truhe. Mach auf da! 12 Münzen. Buch des Wissens. Ein seltenes Manuskript über Faruls Geschichten um urbane Vergangenheit kann benutzt werden, um Geheimnisse im ganzen Land freizuschalten. Okay. Widerstand, Talent, Glück. Ach genau, die Werte unten aus Deck sein, gell? Unter deinem Charakter. Ah, da. Und das sind auch die, auf was die Proben ist. Das sind immer die Symbole, was du dann testest. Talent. Achso, siehst du, das brauche ich für Zaubern. Das ist meine zweite. Ah, nein, Intelligenz. Ich brauche Stärke. Okay, drückst du es mal aus. Wow. Selten. Hä? Plus 10 Goldmultiplikator. Geil. Wow. Ausrüsten. Wow. Maximal. Oh ja, das brauche ich. Ja, das stimmt. Befleckter Anhänger. Was hast du jetzt gemacht? Geil! Ah, ich einfach das rausgepacken. Geil. Nummer 3. Aber der war hart, der Dungeon. Ja, war cool. Kannst du jetzt irgendwie leveln? Ach so. Erhöht dein Level. Na? Wie, oder ist das automatisch? Ich weiß gar nicht. Vielleicht ist es automatisch. Oder vielleicht ist das, kommt das erst ab ein Ding. Ah, T, was ist T? Achso, du kannst die Werte auseinblenden. Aber du hast jetzt ein K-Inventar oder irgendwie so. Na. Also durch, wenn du mit der Maus auf die Taschen drückst, da hast du schon Inventar. Vielleicht kannst du dir irgendwas. Okay. Ah, da kann ich dir dann auch geben, die Sachen und so, wenn wir am selben Feld stehen. Mhm. Ich hab das so lange nicht mehr gespielt, ich weiß gar also nichts. Ich bin fertig. Achso, gehst du runter? Okay. Ich werde mich da einmal in meinem Zelt nur ausruhen. Ja. Damit meine Leben wieder. Achso, was, dann mache ich da auch ein okay, hätte jetzt nicht da. Habe ich aber. Ja, jetzt ist es spät. Du hast nur ein Zelt. Und? Ja, jetzt hast du keins mehr. Achso. Du hast volle Leben gehabt, darum habe ich gemeint. Ja, aber ich hab doch das Herz geht vielleicht weg. Weil ich habe halt so einen Fluch. Ah, der Fluch. Nein, ich glaube, das kannst du nur in der Stadt weg, da. Ach, okay.
Oder doch meditieren. Nein, meditieren gibt Fokus. Okay. Dann bist du. Ah, genau, rechts oben sind, ja. Neben der Sonde, da siehst du dieses Buch Gesammelte Wissen. Das sind so eine Art Ressourcen, die du kriegst. Die kannst im Menü draußen dann einkaufen für Sachen. Okay. Für neue Charaktere, für kosmetische Sachen und für Sachen, die du im Spiel freischaltest, die dann zufällig in der Welt spawnen können. So wie der dunkle Jahrmarkt, den habe ich freigeschalten. Und darum spawnt er in der Map, wenn ich mitspiele. Mhm. Solche Sachen, du kannst halt dann fürs Spiel nur zusätzlich kaufen. Oh, endlich, die Krone Blues gibt mir mehr Arbeitsgerechte. Oh, was ist da los? Oh, hi! Danke für den Raid. Cool. Oh, da wird geraidet. Ja. Hier, nehmt das und geht. Ich bin sehr mit Verbrechen beschäftigt. Keine Zeit zu reden. Eine Sammlung grob gezeichneter Kritzeleien und Informationen zu einem kürzlich verübten Verbrechen, aber hauptsächlich Kritzeleien. Okay. Können wir vielleicht herausfinden, was los ist? Bringt sie zu mir. Gehe nach örtliche Bibliothek im Reich. Okay. Okay, da ist sie ziemlich nah zu haben. Achso, das ist die Stadt. Jo. Questbrett. Kopfgeld? Soll ich da was annehmen? Wenn du magst, dann sicher. Warum nicht? Oh. Was war das? Ah, jetziges. Hole diesen Steinheld. Okay. Ah, ich kann immer nur eine Quest annehmen. Ja. Kannst du dir entfluchen? Dienste? So bei den Diensten, glaube ich, ist das. Heiler. Ein Besuch beim Heiler wird alle Lebenspunkte und Leiden heilen. Kostet 9 Gold, sind die wahnsinnig. Gibt es nicht anderes noch? Segen. Der Vorgang des Segens entfernt alle Flüche. Ah. Das da. Fluch. Kostet auch 9 Gold übrigens. Aber ich mach's. Ne? Ja, weil auf Dauer kann das schon nerven dann. Okay, ich hab jetzt. Wie komm ich denn da? Wie geht denn das da weg? Ich glaube, du levelst gar nicht selber. Es wird immer größer. Wie geht denn das weg? Achso. Ja. Was? Ja, nein, alles gut. Das ist nicht weggegangen da. So, dann komme ich wieder da zurück. Ich habe fertig. Cool. Also ich bin echt lahm. Ich bin ein lahmer Magier. Ja, du bist echt der schlechteste Magier. Oh, schau dir meinen Rucksack an. Ja, der ist riesengroß. Ich weiß gar nicht, was du da drin hast, das Magier alles. Ach, schau mal. Da ist im Radius der Bestien-Heini da hinten auch drinnen. Also da kämpfen gleich gegen beide. Du Hinterhalt. Die Chancen sind nicht gut. Wurscht. Ich habe eine 36%ige Erfolgschance. Ja, mach. Bei allen anderen Sachen haben die anderen dann einen Hinterhalt gegen uns. Mhm. Der Rucksack hat mich nach hinten zatscht, da hat es mir ausgewichen. Ja. Hast du gesehen, was der auf seinem Stab oben hat? Der Affenmensch da, ja. Ein Buch und einen komischen Nachttopfer da aus heim. Mit Stochen dran. Aber was macht das? Zeitsprung, aber ich stelle nicht dabei, was das macht. Gibt es eine Erklärung? Nee. Das nutzt Gehirn. Okay. Welche Gehirn schadet nie. Offen? Hirn, immer mit Hirn arbeiten. Immer mit Hirn. Boah, geilo! Schau, immer mit Hirn. Das zahlt sich aus. Ey, war die Spür ab 18, wird das jetzt ganz anders. Oh, das ist ja ganz mies, was ich da.
Hallo. Hey, los, Magier! Geier! So, jetzt geht's ab, Stefan, auf einmal, ha? Ja, der Staub aus dem Dungeon lässt gut. Mhm. Trink diesen leckeren Rum, um deine Rüstung und dein Widerstand erhöhen sich vorübergehend. 50. Sagt aus dem Oh nein, ja, nicht trinken, hä? Hey. Na, hab ich nicht. Verwirrung ist so unangenehm. Nein, ich sag's nur. Da bist du ab und zu verwirrt und greifst dann mir an und so. Oh. Oder du nimmst einfach irgendwelche zufälligen Fähigkeiten. Mhm. Oder Heilung, obwohl du gar keine Heilung brauchst und so. Ach schon, die ist genau für die, die Kette. Intelligenz plus 3, ja genau. Achso, da habe ich jetzt Gesundheit drauf. Dann kann ich dir dann das Gesundheitsding geben. Ja. Kann ich das jetzt nur? Warte mal, ich schau, ob du in den noch genug bist. Aber ich glaube, das geht nur... Na, wenn wir am selben Feld sind. Wie komme ich da raus? So. Achso, bin ich. Bist du dran? Drei. Jetzt war klar, hast du gleich wieder kämpft. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, du bist da gar nicht drinnen. Jetzt, ja, genau. Doch, ich bin drin. Bist Nein, du drin? Bin ich. Na schon? Doch, ich bin drin. Weil ich Fernkampf habe. Schau, da ist auch extra Feld für Fernkampf. Oh, Gott sei Dank, ich habe gar nicht geschaut. Jetzt hast du einen Klick gehabt. Ja, doch, kämpfen! Ich wollte nämlich gerade nur sagen, hey, schau wegen der Reichweite und du rennst schon los. Alter! Oh, Stefan! Jetzt geht's ab. Oh. Ja, ich bin motiviert. Das ist der Wahnsinn. Inhalt des Wolken und findet alle versteckten Orte. Ah. Ich nehm's mal mit. Na sicher. Visionsschriftrolle. Wir müssen zur Bibliothek da, gell? Achso, aber doch, wir holen uns. Achso, du willst dich. Ja, können wir auch machen. Ja, genau. Ich hab's wieder vergessen. Oh, jetzt ein ist da was. Aktionsfeld! Hey, du hast immer 5, gell? Ja, das ist, ich gehe einfach rückwärts und es geht leicht bergab und durch meinen riesen Rucksack. Ja. Wer ist erst? Ein schmutziger Landstreicher sitzt wartend in der Nähe des Pfades, als du dich näherst. Nur ein paar Münzen, krächzt er. Was sind ein paar Münzen? 40, da oben steht 40. Ja, das haben wir, oder? Achso, na. Na, ich hab auch da 40. Das mag er. Oh, der ist ja dumm. Na, Stefan. Ein paar Münzen, Alter, was ist der mit ihm los? Der sollte froh sein, der verlangt viel zu viel. Der sollte eigentlich das nehmen, was er kriegt von uns, ja. Einige Leute sind in Not geraten. Eine großzügige Tat belohnt sich oft selbst. Alter, 40 ist halt heftig, oder? Warum hast du so viel Gold übrigens, Stefan? Da stimmt was nicht. Ich hab 26. Ja, ich habe. Hä? Ich glaube, du hast deinen Loot nie. Ah, du teilst den Loot nie. Nein, ich da immer teilen. Es ist alles im Stream zu sehen. Ich hab alles geteilt. Ich hab beim Kartenspiel am Anfang, was weißt du, dieses ja, Pokerspiel stimmt. Im Hinterhof. Okay. Aber 40 ist heftig. Tatst du eine gute Tat oder tatst du einfach auslachen und weitergehen? Also auslachen mit dem Magnet? Aber ich hätte ja nicht einmal so viel Geld. Also ich könnte es ja gar nicht machen. Weil ich glaube, das ist so hoch, weil ich so viel habe. Bei dir war es anders. Das kann auch sein. Ja, aber ich würde es ihm geben. Ich würde es geben, weil was tust du mit dem Geld? Du würdest es jetzt da nicht ausgeben für irgendwas. Na eben. Da freut sie jetzt. Und weg ist er. Da kauft sie jetzt ein Haus und eine Villa oder so. Und da hat jetzt ein schönes Leben. Ja. Und wir landen auf der Straße, weil wir sind pleite. Ja, vielleicht gibt er mir ja dann was, wenn er das nächste Mal vorbeikommt. Ja, genau. Jetzt gebe ich dir die Kette da. Ja. Der befleckte Anhänger. Willst du das aus dem Inventar haben?
Ausrüsten. Ja, Hobby. Cool. Und also einen Schritt kann ich noch gehen. So. Jetzt ist da oben dann gleich so ein Ereignis, gell? Bevorstehendes Ereignis. Jede Runde um einen Balken fortschreiten. Also irgendwas passiert gleich in zwei Runden. Da ist irgendein Schiff am Ding. Geil. Ja, du kannst da mit dem Schiff fahren. Okay. Bei dem Hafen, bei dem abgelegenen Kai da oben, das Heisel, können wir uns ein Schiff kaufen. Mit dem können wir dann am Wasser rumfahren. Geil. Mit einem Wachssiegel. Sammeln. Achso, der Bonus hast du schon schon geholt. Den haben wir schon geholt, ja. Gut, das war's. Ah, jetzt wird's bald Nacht. Das ist die dunklen Felder. Sollen wir zum Jahrmarkt drüber gehen? Der Nachtmarkt. Ja. Kannst du da? Bietet. Achso, jetzt habe ich aber kein Geld mehr. Hey, was bietet ist da links? Nacht eine einzig. Wo? Links, schau mal, da ist was mit Gehirn. Stell dich auf die Probe. Neben Orton. Wo? Neben Orton. Links neben Orton. Ah ja, ein Steinkreis. Ich schau mal da hin. Ja. Ich bin das nicht ist was für die. Von uns. Ja, das stimmt. Oh. Dunkle Monolithe stehen in einem weiten Kreis. Oh. Dieser Ort muss einst für denjenigen, der diese Steine aufstellte, von äußerster Wichtigkeit gewesen sein. Hm. Ein unheimliches Gefühl. 64%ige Chance, dass ihr maximalen Fokus erhöht wird um 1. Bei allen anderen verliere ich allen Fokus. Ja und? Ja, probieren wir es. Na also! Jetzt habe ich 6 Fokus. Geil. Ich bin so gescheit, ich bin so gescheit. Du bist wirklich ein sehr gescheiter Magier, ja. Hat holprig gestartet. Das stimmt. Aber jetzt. Sehr holprig. Aber jetzt geht's ab. Ja, danke. Gerne. Mann, ich wollte nur wenig. Du bist halt echt sehr lahm, gell? Ich bin wirklich sehr lahm. Ja, der Bewegung ist ja nur bei 1,60 der Geschwindigkeitswert. Bei meinem ist bei 75. Uiuiui. Hinterhalt oder? Na, hab ich nicht. Aber ich werde die da raushauen. Bitte, tu das, Stefan. Rette mich. Rette mich. Weil hier einen Fokus hernimmt für das. Limgardium Leviosa. Na, Crucio heißt das. Crucio. Achso, stimmt. Thailand, ah, ja. Ah, doch Gold sammeln. Thailand. körperlicher Schaden. Oh. Für die vielleicht? Wie sehe ich denn, was jetzt meine Waffe ist? Einfach wenn du auf Ausrüsten mit der Maus tust, dann siehst du den Vergleich. Ah. Achso, ja, jetzt habe ich 10 Schaden. Schmettern, Schockwelle. Mhm. Achso, ja, aber. Die Angriffe siehst du. Das ist mit dem Auge. Augen. Ja, genau. Da bist du nicht so gut. Da bist du sogar richtig schlecht. So ist einfach sammeln oder. Weil für die ist ja nichts, oder? Ja. Nein, aber die kannst du dann in der Stadt verkaufen oder so. Und das einfach sammeln. Und er ist zerbrechlich, das heißt, er könnte leicht hinwerden auch sogar. Nein, die können wir einfach verkaufen. Fertig. Bah! Agatsch! Steinwürfel! Agatsch! Weil. Wir müssen den Brief abgeben, Stefan. Achso, das ist in Holzrauch da unten, oder? Ja. Da müssen wir doch den Gatsch durch. Ja. Okay, dann greife ich gleich den Gatsch an. Greif den Gatsch an. Ah ja. Hinterhalt ist nicht so gut. Achso, ihr könnt probieren vorbeischleichen. Aber vorbeischleichen gibt keinen Loot. Oh ja, 30 Leben. Waffe anlegen. Hä? Ah, du kannst die Waffen wechseln, wenn du magst. Achso, ja, brauche ich ja nicht.
Nein. Aber ist ja die Option, wenn du mehrere in der Tasche hast. Ja. Das Geld habe immer ich in der Verwaltung, gell? Komisch. Na, immer der, was halt den besiegt. Das Geld ist immer als erster. Der intelligentere, glaube ich. Ja, okay. Räumt alle verdorbenen Sechsecke innerhalb des entsprechenden Radius auf der Oberweltkarte. Oh, das kann praktisch sein. Mhm. Kannst du eigentlich lesen? Ja. Weil mit 45 Intelligenz bin ich mir da nicht so sicher. Kannst du übrigens deinen kleinen Stecken tragen oder ist er da eh nicht schwer? Es geht gerade noch. Okay. Es ist schwer, aber es geht. Ja, okay. Ich muss immer die Hände wechseln. Einmal linke Hand, rechte Hand abwechseln. Dann geht's. Zwei! Stefan! Ist da dein Hammer ein bisschen schwer? Ist da dein Hammer ein bisschen schwer? Ich weiß es nicht. Mann! Stell dir das vor, du rennst immer rum und du schleifst einfach den. Oh oh. Hochumwung. Hat dich jetzt das Ereignis? Die Kraft der Sonne ist nur geringfügig verstärkt. Doch die Dinge können sich schnell zum Schlechteren wenden. Du solltest beten, dass du deine Suche fortsetzen. Okay. An der Ausrichtung nimmt zu. Angriffsschaden jetzt ist ja gut, oder? Ja, war für die Gegner. Ja, dann bleibt es ja eh wurscht. Ja, dann ist halt mehr die Geschwindigkeit und der Erstschlag ausschlaggebend. Oh ja. Aber das wäre nur das erste Ereignis, da kämen ja nur mehr, das heißt. Vier, glaube ich. Es wird nicht immer gut für uns ausgehen. Kann jetzt ich das abgeben oder musst du hin? Das hab ich auch schon gefragt. Ich probier's einmal. Wo hast denn du das gehabt? Am Questbrett. Okay, da ist bei mir nix. Kannst nix abgeben. Dann musst du, weil du den Brief genommen hast. Scheiße. Okay. Aber ich tue schnell was verkaufen. Ich bin ja am Markt. Achso, wie verkaufe ich da? Moment, musst du im Inventar reingehen? Alter Stiefel, den will ich verkaufen. Ah ja. Buch der Gelehrten. Ach, ein Buch dieser Waffen. Oh, aber der Stab ist besser. Hey, ich würde gerne das Buch und den Stab ausgerüstet haben. Aber ich finde es auch cool, dass das wie so Guild Wars oder New World da vom Rollenspiel her. Je nachdem, welche Waffen du hast, hast du verschiedene Angriffe und so. Ja, das ist lustig. Finde ich, das gefällt mir ganz gut. Ah, dann werde ich schnell irgendwo hat man seine Pfeife aufrüsten können. Da ist genau. Die Macht du hast der links Kräuter unten, siehst du das? Ja, ich sehe es gerade. Wenn du da Pfeifen hast, dann kannst du die Kräuter, die du dabei hast, rauchen. Und dann hat es so einen Gruppenheileffekt und verbesserte Heilwirkung. Je nachdem, welche Pfeifen du hast, hat es dann verschiedene Wirkungen. Okay. Wenn ich einen Stab und Schild habe? Ja, gebe ich kein Geld mehr. Okay. Nein, also ich kann es nicht abgeben. Okay. Blöd. Ja, es dauert nur 3 Runden, bis ich da bin. Wirklich? Da zwei. Zwei. Oh mein Gott. Ah, du kannst mit Fokus einen extra Schritt machen. Ist mir gerade eingefallen. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass du mit dem Fokus. Benutze das, um ein Lager zu schaffen. Ah, schau. Jetzt habe ich ein neues Zelt gekriegt. Ah. Ist cool. Jetzt tue ich auch noch geschwind und verkaufen. Und die Rumflaschen dabei. Ja.
Ah, und siehst du, kannst die Pfeifen aufrüsten. Du kannst die Ulmenpfeife kaufen für 18. Warte mal, wo kann ich denn verkaufen? Dann haben die ganzen Kräuter und so. Achso, mein Rucksack? Einfach ins Inventar und genau. Dann verkaufen. Genau. Sag, Gegenstand bietet eine so fertige Reise zu einer Stadt in der Nähe. Hä? Wann habe ich denn das aufgesammelt? Aber komm, alle Werte vermindert. Ja. Minus 1. Hm. Ah, dieser Quest-Gegenstand. Den soll ich nicht verkaufen. Ja, vielleicht nicht, ne? Ihr habt den Rum verkauft. Ist gut. Der war nicht gut. Wir haben probiert. Den Dings habe ich weg. Der Quest-Gegenstand. Quest. Aber du bist Level 2. Okay. Was, die Pfeife kann ich auf... Auf dem Weg zur Bibliothek ist noch so eine Stärkeprobe bei dem Berg da. Du meinst die Ulmenholzpfeife, gell? Ja, genau. Ginsengift minus 2... 18, dann, okay. Die Kräuter heilen dann mehr, wenn ich mich nicht täusche. Kaufen und ausrüsten. Oh, jetzt bin ich aber mal lahm, ha? Pilze. Pilze, schau mal. Mhm. Ah, die haben aber Herzherausforderung. Das heißt, das schaffst du besser. Mhm. Weil ich bin bei Herz nur 65, du 88. Ah ja. Oder soll ich es trotzdem mal probieren? Na, wie du willst. Hm. Ach komm. Probieren wir's. Ja, was ist mit dem da oben los? Oha, okay. Also zu 44% werde ich vergiftet, zu 4% bin ich tot. Ich werde das mit Fokus machen. Obwohl. Ich nehme nur 2 Fokus her. Ich hätte jetzt gelacht. Hey. Nicht so verrückt. Das war so witzig, wenn jetzt... Nein, nee. Tot habe ich gar nicht mehr werden können. Aber vergiftet. Ich sehe die Chancen. Ja, das stimmt. Nicht zu verwechseln mit ihrem giftigen Gegenstück, den Höhlenpilze. Da sind Höhlenpilze vollkommen sicher und haben die Fähigkeit... Beim Verzehr den Tod abzuwehren. Oh, geil. Oh, schau her. Schmeiß ich lieber weg, vorsichtshalber. Ja, fast kein Platz mehr, gell. Oh, nur mal. Hast du zweimal jetzt? Kann ich da, cool. Ich hab 2 gekriegt. Mhm. Kann ich da noch einen geben? Ja, voll. Könnte. Ja, ja.